Geometrie. Wir arbeiten nach diesem Buch von Geike Köhler aus dem Cornesen Verlag. MA3 Grundkurs, das kann ich nur empfehlen, sollte sich jeder Schüler beschaffen und vielleicht auch an den einzelnen Schulen mit diesem Buch arbeiten. Wirklich ganz toll. Wir wollen heute die Berechnung von sogenannten Spurpunkten betrachten. Die Schnittpunkte einer Geraden mit den Koordinatenachsen bezeichnet man als Spurpunkte. Da haben wir hier mal eine Skizze. Vielleicht zeigen wir die nochmal deutlich. Skizze. Wir haben also ein Koordinatensystem, ein räumliches Koordinatensystem. Da haben wir ja drei Ebenen. Die untere Ebene wäre die XY-Ebene und die Gerade, die diese Ebene schneidet, liefert uns den Spurpunkt, den wir mit SXY bezeichnen. Dann haben wir diese Ebene, das ist die YZ-Ebene und der Schnittpunkt wird mit SYZ bezeichnet und dann haben wir eigentlich noch die hintere Ebene, da haben wir den Schnittpunkt und das ist der Spurpunkt SXY. Wir betrachten das Ganze in einem Beispiel. Gegeben sei die Gerade G mit x-Vektor gleich 2, 4, 2 plus r mal 1, 1, minus 1. Und wir wollen alle Spurpunkte der Geraden mit diesen drei Ebenen berechnen. Der Schnittpunkt der Geraden mit der xy-Ebene wird, wie gesagt, mit sxy bezeichnet. Und in dieser Ebene existiert doch keine z-Koordinate. Das heißt, die z-Koordinate ist dort 0. Dann gehen wir ein bisschen rüber, um das zu berechnen. Ich gehe nochmal aus von unserer Geradengleichung. 2, 4, 2 plus r mal 1, 1, minus 1 und setze jetzt in dieser Geradengleichung für den Wert z gleich 0 ein. Und dann habe ich hier unten, das ist ja xyz, dann habe ich 2 minus 1r gleich 0. Löse die nach r auf, dann haben wir minus r gleich minus 2 und Division durch minus 1 liefert uns r gleich 2. Dieses r gleich 2 setze ich in die Gleichung, in die Ausgangsgleichung wieder ein für r. Dann haben wir 2, 4, 2 plus jetzt 2, 1, 1, minus 1. So, wenn ich das jetzt ausrechne, 2 plus 2 ist 4, 4 plus 2 ist 6 und 2 plus mal minus 1 ist 0. Also ist der Spurpunkt, oder der Spurpunkt hat die Koordinaten 4, 6, 0. Das ist er. Ja, und die dritte Koordinate muss ja 0 sein. Dann gehen wir ganz nach rechts, um die anderen beiden Spurpunkte zu bestimmen. Wir wollen den Spurpunkt mit der YZ-Achse bestimmen. Dann muss die dritte Koordinate, die fehlende, also x gleich 0 sein. Also setze ich x gleich 0. Das ist aber identisch mit, jetzt wieder eingesetzt, 2 plus r gleich 0 und daraus folgt r gleich minus 2. Diesen Wert r gleich minus 2 setzen wir wieder in die Ausgangsgleichung ein. Das haben wir dort gemacht. Ich kennzeichne die minus 2 vielleicht mal noch farbig. Das ist die minus 2. Dann haben wir 2 minus 2 ist 0. 4 minus 2 ist 2. Und 2 und dann kommt hier plus 4 dazu ist 6. Also lautet der Spurpunkt mit der YZ-Ebene 0, 2, 6. Und last but not least nehmen wir noch den Spurpunkt mit der XZ-Ebene. Das bedeutet aber, dann muss Y gleich 0 sein. Y gleich 0. Dann gehen wir wieder in die Gleichung. Dann folgt 4 minus r, wo sind wir? 4 plus r gleich 0.
Und daraus folgt R gleich minus 4. Diese minus 4 setzen wir wieder in die Ausgangsgleichung ein. Dann schreibe ich jetzt hier wieder mal für R gleich minus 4. Dann haben wir 2. Minus 4 sind minus 2. 4 minus 4 sind 0, muss ja sein. Und 2 plus 4 sind 6. Und damit lautet der Spurpunkt der XZ-Ebene, ist es das? Unsere YZ-Ebene, minus 2, 0 und 2. Das sind die drei Spurpunkte, die wir haben. Okay, bisher.